Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Resident Evil 7. Wir spielen heute das DLC Not a Hero, eine Story von Chris Redfield, um genau zu sein. Und hier steht noch eine kleine Beschreibung. Ethans Kampf ist vorbei, aber es gibt noch ein letztes Problem zu lösen. Und diese Aufgabe fällt Chris Redfield zu, einem Veteran im Kampf gegen den Bioterrorismus. Ich bin gespannt. Wir starten und schauen, was uns erwartet. Oh, ach so. Ich dachte, es geht schon los. Ich drücke mal auf neues Spiel. Einfach normal. Machen wir auch normal. Wir sind ja keine Pussys, ne? So. Fucking Company, alles klar. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay, wir sind schon im Spiel. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors, gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Okay, also wir haben schon auf jeden Fall schon mal eine Knarre mit ein wenig Schuss. Wir sind Chris Redfield und wir suchen Lucas Baker, unseren kleinen Psycho-Freund, der immer Spielchen mit uns spielt. Und ich denke mal, wir werden wieder auf... Hab ich mit F? Der scheint nämlich an der Pistole unten irgendwas dran zu haben. Das sieht aus wie ein Laserpointer oder ein Flashlight, aber ich weiß nicht, wie ich das anschalte. Okay, und wir haben einen Helm, der alles anzeigt, was wir brauchen. Von der Umbrella Corporation. Wir sind ja ein Mitglied und ein Mitarbeiter. Und ich gehe mal hier erstmal runter. Haben wir das klar? Okay. Oh, was? Ich habe hier noch ein Messer. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben ein paar mehr Waffen, habe ich gerade festgestellt. So. Okay, die sind alle tot, glaube ich. Ja, sehr gut. Okay, wir haben ein Messer, eine Pistole, ein Maschinengewehr oder was das auch immer sein soll. Und eine Granate oder 3 Granaten. Die haben wir auch nicht so sonderlich viel. Oder ist das eine Shotgun? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ich denke mal, ich werde mal erstmal die Pistole benutzen. Oder vielleicht nur das Messer. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten. Aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Oh Mann. Das wäre nicht so schön. Typ E hatte ja Zoe. In dem anderen DLC. Zoes Ende. Oh. Hey. Na? Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre.
kannst natürlich versuchen, das abzulegen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird auch... Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Aber die Frage ist, wo wir jetzt lang müssen. Weil da kommen wir nicht hin. Eine Handgranate. Okay. Warum auch immer da einer liegt. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist halt die Frage, wo wir hin können. Also wir entweder... Wir können jetzt doch da durch, wo er gerade durchgegangen ist. Ich guck nochmal. Wir können tatsächlich da durch. Ich renne hier mal schnell. Wir jetzt nicht unbedingt noch infiziert werden. Und den Raum kennen wir auch schon aus dem Let's Play. Da liegt noch was. Okay. Erklär. Sehr gut. Wir haben jetzt zwei Arzneispritzen. Eine schnelle wirkende Arznei, die etwas Gesundheit wiederherstellt. Okay. Flintenmunition. Ja, dann wird das, okay, dann ist das eine Schrotflinte, die wir noch haben. Diese hier. Alles klar. Waren wir hier im Let's Play? Nee, ne? Contamination. Da müssen wir hier wieder schnell durch. Hier waren wir übrigens nicht im Let's Play. Schnell drücken. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, gleich hoffentlich nicht mehr. Okay, okay, okay. Na komm, Sauerstofftank. Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Okay. Ein bisschen Munition. Ich will mich hier auch vernünftig umgucken, damit wir auch ja genug Muni haben und alles mitnehmen können. Genau, für sowas zum Beispiel. Okay, hier ist noch Munition. Das gefällt mir aber, um ehrlich zu sein, gar nicht so gut. Denn... desto mehr Munition, desto mehr Gegner. Oder desto schwerere Gegner, je nachdem. Das Problem ist an der ganzen Sache, ich weiß nicht... Lucas hat ja... Ich gehe da gleich nochmal hin. Lucas hat ja... Was ist das? Ah, da muss ein Schlüssel rein, okay. Lucas ist ja, soweit ich weiß, auch infiziert. Allerdings hat er... was ist das? Einsatzbesprechung-Dokument. Weg. Umbrella's Ziele. Können wir eigentlich mal ganz kurz lesen? Moment, ich lese das mal gerade. Lucas hat ja, ist ja eigentlich auch infiziert, aber wir wissen noch gar nicht, was er überhaupt für Fähigkeiten hat mit dem, mit der Infektion, weil er hat ja immer nur so Experimente und Bauten und so gehabt, aber das kann man ja auch machen, wenn man ein normaler Typ ist, so. Und ich weiß halt nicht, was er für krasse Fähigkeiten hat. Das heißt, eventuell müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Okay, Umbrella Corporation. Operation Lauernde Furcht. Missionsziel. Extrahieren Sie Lucas Baker. Ort. Dalvey, Louisiana, USA. Baker anwesend. Was sind das für Geräusche? Moment.
Okay. Ich glaube, das war nichts. Genau. Genau. Gefahrenprofil. Molded. Alpha-Variante. Andere. Antipersonen fallen. Teilweise tödlich. Hinweise. Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Okay. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil. Lucas Baker. Mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation The Connections. Rolle nicht bestätigt. Hat unverzichtbare Informationen über die OG-Organisation. ich weiß gerade nicht, was OG heißt, die Abkürzung leider. Oben genannte. Hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Gut, das macht jetzt auch Sinn. Profil, die Connections. Kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über die Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffen. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Okay, vielleicht ist er doch gar nicht infiziert und hat das Ganze selbst verursacht und die Leute mit dem E-Virus infiziert? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal. Wir haben ja noch nicht gespeichert hier. In dem DLC. Okay. Und wir können uns erstmal umschauen. Ich gehe mal erstmal hier zu dem Tor. Da wollte ich ja eben noch hin. Okay, hier geht's weiter. Ich würde gerne aber erstmal hier oben schauen, weil hier sieht es nicht so aus, als würde es hier noch großartig weitergehen. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Da hinten ist ja noch eine weitere Treppe, da gehe ich auch nochmal kurz hin. Und hier sind noch mehrere Tore. Schaue ich mir auch gleich noch an. Okay. Drei Münzen für ein Steroid und für einen Stabilisierer 5 Münzen. Also finden wir wahrscheinlich wieder welche. Ne. Also jetzt haben wir momentan keine, aber wir finden bestimmt noch welche. Wenn das hier schon steht. Und das Ganze hier scheint ein Safe Room zu sein. Das finde ich recht angenehm. Das hier packe ich mal eben weg. So. Das brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir... Ach, Moment. Wir haben ja noch... Stimmt. Moment, Moment. Umbrellas Ziele. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Ich habe ja nur das eine gelesen. Okay. Confidential. Steht da noch? Kann man nicht lesen, der Rest. Okay. Für viele von Ihnen ist dieses Ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten... Was? Ach, Pharma. Ich hab's... Ja. Pharma-Riesen-Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten... wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht für jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Punkt. Ich kann schon wieder so überlesen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Okay. Alles klar. Dann gucke ich nochmal, ob die anderen Tore aufgehen. Tun sie tatsächlich. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ich gehe erstmal in das erste rein. Nachtsichtgerät erforderlich. Ah, eine Münze, sehr gut. Okay, hier muss echt ein... Wahrscheinlich sieht man bei YouTube... Oh, Alter! Oh! Warum wurde ich denn noch von allen drei gleichzeitig getroffen? Alter, okay. Wir brauchen hier, glaube ich, erstmal ein Nachtsichtgerät für. Bevor wir hier weiterkommen. Alles klar, dann gucke ich jetzt mal nach dem anderen Tor hier drüben. Nach dem grünen.
was hier uns sich hinter verbirgt. Das sieht schon eher nach Licht aus. Dann gehen wir mal hier als erstes rein. Danach das Rote und dann das Blaue, wenn wir irgendwann dann ein Nachtsichtgerät gefunden haben. Okay. Ja, aber ich finde es auch interessant jetzt mal. Da ist der Clown, der auch auf dem Schlüssel, auf diesem Schlüsselloch drauf war. Okay. Ich gehe mal erstmal hier rein. Ah ne, hier braucht man auch den Clown-Schlüssel. Alles klar. Gut, dann gehen wir hier einmal schnell durch. Hier geht's nicht lang. Hagrid Filter required. Hohe Regeneration, Ziel nicht beschädigt. Oh Gott, was? Oh Gott! Ah, okay. Gut, ich dachte, man kann da schon rein. Wir müssen also ins Rote. Alles klar. Gut zu wissen. Kontaminierung der Luft. Ihre gegenwärtige Ausrüstung eignet sich nicht für hochgradige kontaminierte Gebiete, wenn sie... Ja, ich weiß nicht, wie das passiert. Okay. Ich konnte nicht alles lesen, aber ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden. Heißt, wir können erst ins Rote rein, dann kriegen wir wahrscheinlich einen besseren Filter. Oder ein Nachtsichtgerät und dann beim letzten den besseren Filter oder dann das Nachtsichtgerät, je nachdem, was überbleibt. Noch am Leben da drin? Redfield? Ja. Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Ich hoffe auch. Okay. Ein kleiner Fahrstuhl. Und er geht nach oben. Finde ich besser als nach unten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Okay. Da geht's nicht so wirklich lang, dann gehe ich mal hier weiter. Key. Okay, drei von den Viechern, das kriegen wir wohl hin. Okay, alles easy. So, die haben wir. Das Messer macht ganz schön gut Schaden. Okay, da hinten ist noch einer. Zwei. Drei. Okay. Es werden immer mehr. Aua. Aua. Komm schon. Da ist noch einer. Noch zwei, okay. Okay, wir können auch blocken. So. Zack. Haben wir nur noch 9 Schuss, das ist nicht so viel. Und da kommen noch mehr. Und ein Crawler auch noch. Ciao. Okay, die haben wir auch. Der hat nicht mal mehr Arme. Aua. Achso, der ist schon tot. Okay. Ich denke mal, die sind noch nicht tot, aber sind sie dann am Ende doch schon. Flintenmuni. Der ist auch weg. Jetzt haben wir auch keine Pistolenmuni mehr, leider. Okay, das Ding. Nervengiftgranate. Handgranate ist das?
Handgranate, okay. Dann tausche ich den mal gerade ganz kurz mit der Pistole, weil die haben wir eh keine Muni gerade für. Ah, okay. Das ist der Schlüssel. Mist. War irgendwie klar, oder? Ah, dafür brauchen wir eine Kurbel. Alles. Warum hat sich das gerade überhaupt selber nach oben gezogen? Das macht gar keinen Sinn. Okay, hier ist ein Zahnrad. Das werden wir sicherlich brauchen. Eine Handgranate. Die werden wir sicherlich auch brauchen. Pistolenmunition, okay. Sorry, dann muss ich die jetzt leider einmal gerade zurücklegen und nachladen, weil dann haben wir nämlich noch drei weitere Schuss. Drei Schuss sind besser als gar kein Schuss. Okay, wir brauchen noch mehr als nur das Zahnrad. Ich denke mal, dann brauchen wir wahrscheinlich noch... noch mehr Pistolenmunition brauchen wir auf jeden Fall, das finde ich gut. Vielleicht noch eine Kurbel oder so. Eine Münze. Arzneispritze. Okay, ich hätte gerne noch eine Kurbel, Leute. Kurbel, nehmen wir die. So. Das ist schon besser. Was ist das bitte? Hör auf. Bitte sag mir den Schlüssel. Aua, ich hab keine Ahnung. Gott. Ist etwas Neues. Geh extrem vorsichtig. Geh doch. Oh Gott. Alter, was ist das? Ich lauf einfach mal. Ciao. Der klingt sehr nah hinter mir. Okay, da hat er sich wieder aufgelöst, weil ich hier weggegangen bin. Alter, der Typ. Was ist das denn? Ich glaube auch nicht, dass wir gegen den hätten was ausrichten können. Mit unseren mickrigen Waffen hier. Vielleicht mit der Nervengiftgranate? Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt den Schlüssel. Achso. So, Junge. Jetzt ist alles gut. Er will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Warum hat er das nicht gleich gesagt? Wow. Nimm den Filter von meiner Maske. Schnell. Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Schau zu und lerne. Lucas, nein! Oh oh, nein. Oh Leute, warum denn? Warum? Tut mir leid. Nimm den jetzt einfach und steck ihn an. Alter. Lukas. Okay, wir haben hohe Effizienzfilter. Gott. Warum denn? Wozu denn? Warum? Das musste doch nicht sein, Lucas, Mann. Habe ich den Schlüssel eigentlich noch? Nein. Kann ich ihn mitnehmen? Er ist bestimmt nicht noch für eine andere Tür. Nein. Alter, fuck, ey. Ich hasse Lucas. Auch wenn der eigentlich an sich gar nicht so viel... Kannst du nicht abwarten, Schlimmes kann. In die Finger zu kriegen. Aber. Denk daran, dass wir ihn lebend brauchen, Chris. Der Typ ist einfach. Ja. Der Typ ist einfach durch. Der ist einfach nur durch. Gibt's hier eigentlich noch eine Tür? Ja, zwei sogar, aber da komme ich nicht rein. Alter, was ist denn los mit denen?
Okay, jetzt können wir auf jeden Fall hier rein. Hier brauchen wir dann nämlich den High-Grade-Filter. Na komm. Los! Oh, sag mal, da klemmt ein bisschen, ne? Jetzt haben wir's. Okay, da kommen wir ja nicht rein. Gleich hier. Ja, das kennen wir ja schon. Da kommen wir eh nicht durch. Und jetzt kommt dieses was auch immer. Oh. Oh, so hat das vielleicht... Ich hab das nicht getroffen. Ziel nicht beschädigt, okay. Ich habe keine Ahnung, was... Komm schon. Komm schon. Komm schon. Alter. Chris, die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Ich hab irgendwie ein bisschen viel Muni verbraucht, ne? Nein! Scheiße, ich hab zwischendurch nicht gespeichert. Nee, ich glaub, ich mach das trotzdem nochmal. Ist zwar ein bisschen... Ah, okay. Dann werde ich jetzt nur ein bisschen davon verbrauchen. Ich glaube, ich muss nur das triggern, dass die überhaupt mit mir redet. Die Dame. Hm, beweg dich. Chris, die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Okay, was auch immer das ist und wo auch immer wir das herkriegen. Hm. Was ist das da eigentlich? Ein Bohrer? Ich habe actually keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht, wo wir diese Munition herkriegen sollen, die sie jetzt gerade erwähnt hat. Oder ob wir noch irgendwo hin können, aber wir haben doch nur die drei Tore, oder? Ja. Könnt wieder ganz zurückgehen, aber das bringt ja auch nichts. Oder soll ich ganz nach oben, um mir da die Munition... Das wäre ein bisschen doof, oder? Keine Ahnung. Okay, Freunde, weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal nächste Folge, denn jetzt ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir schauen einfach mal in der nächsten Folge, wie das hier weitergeht. Ciao.